Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2018. Herzlich willkommen zum Qualifikationstraining zum großen Preis von Deutschland in der zweiten Saison. Ja, kurzes Qualifying, sprich 18 Minuten, 16 Minuten und sowas werden wir jetzt gleich noch brauchen. Und dann wissen wir, wo wir morgen starten dürfen. Allerdings müssen wir zu der Position, die wir heute erreichen, noch eine plus 10 dazu rechnen. Also dann, wir werden 11. dann starten wir 20. Denn weiterhin geht nicht. Aber wir wollen natürlich im Idealfall die Pole holen. Würde dann auch als solche in die Statistik eingehen. Und ja. Wir tun's. Wir gucken, was halt wie gesagt drin ist. In erster Linie bin ich natürlich guter Dinge, dass wir tatsächlich auf die Reihe bekommen, gutes Ergebnis für das Team rauszuholen. Für morgen. Und das ist der Teaser zum Qualifikationsrennen zum Großpreis von Deutschland. Los geht's. Willkommen zurück zum Qualifying. Wir warten gerade darauf, dass die Ampel in der Boxengasse grün wird, damit es hier mit dem großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring losgehen kann. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Ja, da stehen wir wieder in der Garage. Wie gesagt, wir kriegen eine plus 10. Das heißt, wir sollten so schnell wie möglich eine Runde zu haben, damit wir noch relativ frischen Grip haben. Oh, damit wir relativ frisch auf die Strecke kommen. Ja, schauen wir's. Das dritte freie Training hat gezeigt, wir sind auf jeden Fall deutlich schneller als in Ultrasoft, als die komplette Konkurrenz. Und die Frage ist, wenn wir jetzt tatsächlich auf den... Wir uns qualifizieren und dann als 11. starten, dürfen wir nochmal frische Reifen nehmen? Oder zählt das dann nicht? Naja, wir schauen mal, wir wollen nämlich diese eine Runde jetzt auf jeden Fall passend hinkriegen. Die wollen wir auf jeden Fall relativ passend hinbekommen. Was hat man in 14 irgendwas, ne? Na gut, gucken wir mal. Jetzt hat nämlich der komplette Rest auch mit den Ultrasoft. ...16,3 im ersten Abschnitt. Das ist mal eine Zeit, die wir hatten. Mit der wir auf jeden Fall mal was anfangen können, damit wir wissen, wo wir dran sind. Valtteri Bottas. Minimal langsamer sind wir momentan. Das muss jetzt eigentlich tatsächlich schon im letzten Abschnitt passen. Haben wir. 13,7. Das ist Sektor Violett. Vor Vettel. Und Bottas eben. Ja, also deutlich besser durch die Kurve gekommen. Hier die ominöse Kurve 12. Fast. Ich war da zu weit auf die Kurve gekommen, aber das passt auf jeden Fall. Vor uns noch ein McLaren. Nochmal eine ordentliche Zeit gesetzt. Zurück in die Garage. Viel werden wir heute nicht fahren können. Oh, sauber.
Gute halbe Sekunde vor Lewis Hamilton. Wobei sogar, glaube ich, die erste Zeit sogar das gepasst hätte. Our best lap so far is a 1:13.1. Raikön schiebt sich auf 3 vor Vettel, vor seinen Teamkollegen. Max auf 7. Wie gesagt, wir werden allerdings nicht auf diesem Tableau starten. Alles andere, was jetzt da so hinter uns ist, bis einschließlich einem Kollegen Ocon, wird um 1 vorrücken, weil wir nur auf Platz 11 starten werden. Stand jetzt. 11 Minuten haben wir noch. So, wir gehen mal rein auf Lewis Hamilton. Mal gucken, ob der noch so zaubert. 13:1 haben wir ja gefahren. Bricht aber seine Runde ab. Die hätte er auch nicht gepackt, die Runde. So, haben wir doch irgendwas auf der... So, Kimi, der Drittplatzierte. Ja, viele werden wahrscheinlich nochmal rein müssen und nochmal neue Reifen holen. Das Gute, wir haben noch 2 Sätze Ultrasoft. Das heißt, wir können nochmal versuchen, einen zumindest zu verbraten. Auch der bricht ab. Perez wird wohl kaum an unsere Zeiten rankommen. Ist aber momentan der vom Temporadar her der schnellste. Mit 332. Ja, mal gucken. Ja, ich habe natürlich jetzt keine Zwischenwerte. 16,7 ist, glaube ich, aber deutlich langsamer. Ich glaube aber nicht, dass der Arend kommt. Das kann aber sein, dass er nochmal eine ordentliche Verbesserung rauskommt jetzt gleich. Ja, die wollen alle jetzt in die, gehen jetzt alle in die Box. Magnussen, den sehen wir gerade noch beim Reinfahren. Sirotkin wird wahrscheinlich den gleichen Move probieren. Momentan auf 19, das wird aber keine Zeit werden, definitiv, die uns irgendwie groß gefährden könnte. Ja, der ist ja jetzt schon mal eine Minute 2, da brauchen wir gar keine Gedanken zu haben. Der Williams ist viel zu langsam für uns. Also zumindest, um unsere Zeiten zu gefährden. Aber auch der bricht ab. So, sonst haben wir keinen auf der Strecke gerade. Das dauert jetzt wohl. Wir sind momentan auch nur Elfter. Also was das Temporadar betrifft. Der Red Bull ist allgemein nicht der schnellste auf der Strecke. Also zumindest ich denke dran. Wir holen das meiste tatsächlich in den Kurven raus. Deswegen liegt uns die Strecke auch tatsächlich so ein bisschen. Ja, wir wollen. Natürlich, klar. 2-2-1 waren die Ergebnisse in den Trainings. Jetzt wollen wir natürlich Anführungszeichen die Pole holen. Wie gesagt, nochmal, wir haben eine plus 10 durch den Motorwechsel nach dem zweiten freien Training. Also, ja, wir müssen jetzt warten. Betätigst. Und da bewegt sich, was ist das, Renault? Ne, es ist ein Force India. Esteban Ocon geht raus. Ich lasse dich mal ganz kurz mit ihm alleine. Moment.
So, ich bin wieder da. Hab einen Anruf reinbekommen, der gerade nicht wegzudrücken war. Ja, wir sind gerade dabei, wo Pierre Gasly in die Box fährt. Im Toro Rosso, der, wie gesagt, neue, ab 2019 neue Red Bull Pilot. Da sehen sie einige in die Box. Und sie werden wahrscheinlich mal auf den Zwischenrücken. Wie viele sind wir denn momentan? Immer noch vorne, eine gute halbe Sekunde. Das ist immer gut. Solange wir vorne stehen, ist alles in Ordnung. 3 Minuten haben wir noch während des Qualifyings. So. Ah, aber Swift fährt gerade raus. Ja, der geht jetzt nämlich auf die gezeitete Runde nochmal. Probiert zumindest noch ein bisschen. Momentan ist er 13. Was gar kein so schlechtes Ergebnis für ihn wäre. Damit würde er quasi hinter uns direkt starten. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Es gab da schon einige kleine Zwischenfälle mit ihm. Und vergessen mit Vettel in, ich glaube, Malaysia war das. Letzte Saison. Wo er dann quasi auf der Ehrenrunde dann nochmal ins Auto gefahren ist. Naja. So, was hat er denn noch eine Zeit? Bleibt momentan, rutscht jetzt wieder 14 ab. Ich gucke mal zwischen meine Zeit, weil ja, wir sind momentan, klar, viele haben jetzt natürlich den zweiten Versuch gefahren, aber ich bin zufrieden. Wir sind momentan, sind wir klar vorne. Gute halbe Sekunde vor allem anderen. So, kann man schon trinken. Thank you.
So. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Richter, Bottas und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Also top ideal ist das tatsächlich nicht für uns. Damit haben wir die beiden Mercedes vorne in der ersten Reihe stehen. Dann haben wir Ferrari, Renault, Ferrari, Force India, also auf den Plätzen Raikkonen, Perez auf den Plätzen 5 und 6. Dann Max auf 7, Esteban Ocon auf 8, Gasly auf 9, Magnussen auf 10 und dann kommen wir erst. Wie gesagt, Hinterkopf, wir haben immer noch eine plus 10 und deswegen genau diese Richtung, diese Reihenfolge. Wir stehen auf 11 vor Carlos Sainz und Romain Grosjean. Ja, ideal, wie gesagt, ist das nicht, dass die beiden Mercedes da vorne stehen. Das könnte nochmal ein ordentlicher Schritt werden für die nach, in Richtung Konstrukteurs-WM-Titel, wenn die da ein starkes Ergebnis fahren. Also wir müssen tatsächlich beide Red Bull auf jeden Fall einen ordentlichen Job machen morgigen Sonntag. Ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst, auf jeden Fall morgen, also so, nein, heute Abend kein Livestream. Es gibt keinen Rennen aus China heute Abend für mich, weil ich bin das komplette Wochenende nicht da, auch genauso wie morgen nicht. Heute Abend gibt es auf jeden Fall eine neue Folge GTA 25 Uhr, genauso wie morgen auch, dass ihr da einfach mal Bescheid wisst. Also, ne, am Montag jetzt hoffentlich wie gewohnt weiter mit dem nächsten Rennen aus Baku. Das wird richtig interessant werden, vor allen Dingen, wenn man dann ein Rennen wenn wir dann nach fast sechs Stunden Autofahrt dann abends Baku fahren. Ich denke, das sollte aber trotzdem irgendwie auf die Reihe bekommen. Kriegen wir schon irgendwie hoffentlich hin, obwohl es anstrengend genug sein wird. Gut, ja, das war das Qualifying. Shit, jetzt. Ich hoffe, dass er uns die Punkte gibt. Ansonsten müssen wir im nächsten Rennen nochmal ran. Der Ruf bei Ferrari steigt. Ja, wir haben schon ordentlich einen Schub gemacht. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten und starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ja gut, das ist natürlich die andere Frage. Wie viel Strafen kriegen die anderen noch, ne? Gut, die Informationen kriegen wir gerade noch ein bisschen was. Die Strategie ist für dich immer gleich wie immer. Leg einen sauberen Start hin, führe nach der ersten Kurve, gewinne mit Meilen einen Vorsprung. Noch Fragen? Ja. Wenn es nicht läuft, bleibt der klare Kopf und alles wird sich so fügen. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Also schalten wir das ERS gleich zu Beginn ein. Nach einem guten Start arbeitest du durch die Kurve um Kurve vorwärts. Viel Glück, wir sind an der Ziellinie. Jeff. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2018. Dann geht's los mit dem Rennen morgen. Wie gesagt, heute Abend kein Livestream. Dafür gibt es neue Folge GTA 5. Genauso wie morgen auch. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet trotzdem ein. Und dann sehen wir uns wieder morgen um 14 Uhr, wenn ihr nur an der Formel 1 interessiert seid. Ne? Bis dann und tschüss.